Lieber Elmar, guten Morgen hier aus Straßburg. Brexit ist das Thema. Die Engländer haben am 23. Juni 2016 entschieden mit 51,89%, dass sie aus der Europäischen Union raustreten möchten. Das soll auch laut Verträgen am 29. März 2019, das heißt in knapp 5 Monaten, der Fall sein. Dann müssen sie austreten, wenn nichts passiert. Im Moment gibt es Verhandlungen zu einem sogenannten Scheidungsvertrag mit den Briten. Darin wird geklärt, welche Rechte die Bürger haben, wie viel Geld die Briten an die EU bezahlen müssen und wie die irisch-irische Grenze verlaufen soll. In diesen Verhandlungen steckt man. Die Beziehungen, die wirtschaftlichen Beziehungen zur EU, die werden im Moment noch gar nicht thematisiert. Das soll ein zweiter Vertrag machen, der erst danach verhandelt wird. Man sieht und hört ganz vieles, was im Moment dort verhandelt wird oder beziehungsweise nicht verhandelt wird. Du bist EVP-Koordinator für dieses Thema, das heißt unser Chef-Unterhändler quasi für die Fraktion. Bist in diesen Verhandlungen drin, warst auch vor 1,5 Jahren in Ostbelgien zu Gast als Redner, um über den Brexit zu referieren. Wie sieht es denn jetzt aus? Wie ist der Stand der Verhandlungen? Was kann man den Leuten draußen sagen, wie im Moment diese Verhandlungen geführt werden? Beziehungsweise gibt es ein Happy End jetzt in den nächsten 2 bis 3 Wochen? Die Verhandlungen sind so geführt, dass nahezu alles in einem Austrittsvertrag geregelt ist, mit Ausnahme der irischen Landgrenze. Die Grenze der Republik Irland wird Außengrenze der Europäischen Union. Wir möchten nicht, dass es eine harte Grenze wird, weil man da wieder Familien spaltet, Geschäfte spaltet, der Friedensprozess in Nordirland dann wieder abrupt beendet werden könnte und dass deswegen man eine sogenannte Rückversicherung macht, wenn wir mit nichts wirklich klarkommen nach diesem Austrittsvertrag mit den wirtschaftlichen Beziehungen und die Fragen, wie etwa mit Freihandelszonen und so weiter zu tun haben, dass dann eine solche Rückversicherung da ist, dass Kontrollen anderswo in einer gemäßigten Weise stattfinden können, damit die harte Grenze vermieden werden kann. Und hier verweigern sich die Briten bisher. Was passiert denn, wenn es daran scheitert, wenn es zum 29. März nächsten Jahres keine Einigung gibt? Was passiert dann? Wie müssen die Leute sich das vorstellen? Dann haben wir einen harten Brexit. Dann gibt es beispielsweise schon keine Möglichkeiten, ohne Regelungen zu finden, dass Flüge von London kommen. Sehr praktisch. Und es bedeutet, dass wir nach WTO-Regeln arbeiten, dass Zölle gezahlt werden müssen, dass im Einzelfall nachgewiesen wird, ob britische Produkte europäischen Standards entsprechen und vieles andere mehr. Dies wird eine sehr teure Angelegenheit für die Briten, weit mehr als für uns, weil der europäische Binnenmarkt in seiner Größenordnung natürlich hier vieles auffangen wird. Wie könnte denn aus deiner Sicht eine gute Lösung aussehen, die jetzt in den nächsten 2 Wochen ausgehandelt werden muss? Was müssten die Briten tun, zugestehen, beziehungsweise die EU zugestehen, damit es zu einer guten Lösung käme? Wie sähe das aus? Also wir haben vorgeschlagen, dass für diese Rückversicherung es so ist, dass Kontrollen in Belfast und Dublin in Häfen stattfinden, die heute schon stattfinden für Lebensmittel, Sanitary Measures und lebende Tiere. Und dass man das auf andere Bereiche ausweisen würde, wenn nichts anderes gehen sollte. Das würde uns völlig reichen. Das ist auch keine neue internationale Grenze zwischen Nordirland und der britischen Insel, sodass das mit gutem Willen geschieht. Aber wir wissen nicht, was überhaupt in dieser britischen Regierung, in diesem britischen Parlament durchgesetzt werden kann. Das ist das große Problem, die völlige Zerstrittenheit der Briten untereinander und der Handlungsunfähigkeit der Regierung und des Parlaments. Und daran mag es scheitern, dass wir dann in die schlechteste aller Lösungen hineingeraten. Diese Woche, ich glaube Sonntag, sind rund 700.000 Leute in London auf die Straße gegangen und forderten ein zweites Referendum. Wie stehst du dazu? Ist das möglich? Das ist möglich. Beispielsweise ein Szenario, in dem gearbeitet wird, dass beim Scheitern eines Abkommens in Großbritannien Neuwahlen ausgeschrieben wird und dass dann eine politische Kraft entsteht, die für Januar, Februar ein solches Referendum durchführen kann. Die Wahrscheinlichkeit schätze ich nicht über 50% ein. Aber solche Überlegungen sollte man mit unterstützen, wenn nichts anderes geht. Denn man sieht, dass doch viele Briten nicht nur inzwischen sehen, sondern insgesamt sehen, dass Europa für sie eine gute Sache ist. Und dass die Leute, die Angst haben, aus bestimmten Teilen der Bevölkerung, aus der Arbeitnehmerschaft, als auch die Nationalisten, die ja schlimme Finger zum Teil sind, sehr in der Vergangenheit
verhaftet sind, nicht auf Dauer unsere Beziehungen und auch vor allem die Stellung Großbritanniens prägen dürfen. Und letzte Frage. Ist in deinen Augen Europa in einer Position, in der man zusammenhalten muss, damit, egal welches Resultat dabei rauskommt, es keine Nachahmer gibt? Muss Europa jetzt so verhandeln, dass es keinen Keil zwischen den einzelnen Ländern gibt? Es muss völlig klar sein, dass die Engländer keine Rosinenpickerei betreiben dürfen. Es muss klar sein, dass die Einheit des Binnenmarktes für Waren, Güter, Menschen, die woanders arbeiten können und Kapital gewährleistet ist. Wenn jeder sich das raussuchen kann, was das Beste ist für ihn oder meint, dass das Beste sei, dann ist es verführerisch zu sagen, dann gehe ich raus und mache nur das. Wir sehen, dass die sich andeutenden schlimmen Konsequenzen für Großbritannien auch eine abschreckende Situation mit sich bringt. Heute haben wir mit Ausnahme in Italien mehr Unterstützung für Europa in allen europäischen Ländern. Auch in solchen Ländern wie Ungarn und Polen, wo über 80% es sind, die sagen, auf keinen Fall die Europäische Union zu verlassen. Ich danke dir für diesen sehr, die sehr interessanten Informationen und bedanke mich für dein Wissen, das du uns auch immer mitteilst. Und vielen Dank. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Bitteschön.